Die Schomburg Unternehmensgruppe existiert seit 80 Jahren, bereits in der dritten Generation. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Bauwerkabdichtung und Instandsetzung sowie in der Fliesenverbundabdichtung. Hauptsächlich machen wir hier am Standort Trockenmörtelsysteme. Und für diese Trockenmörtelsysteme sind Silo-Rohstoffe unbedingt notwendig. Silofahrzeuge werden durch Druck bei Aufschlagung entladen, indem der Inhalt der Silofahrzeugkammer unter Druck gesetzt wird. Und gleichzeitig wird in die Förderleitung noch Luft eingeblasen, sodass das Produkt quasi verflüssigt wird. In der Vergangenheit wurden die Rohstoffe mit fahrzeugeigenem Kompressor entladen und in die Silos verbracht. Das gab Probleme bezüglich Lärm und Abgasen und Qualitätseinbußen beim Beschicken der Silos. Es gab Störungen im Betriebsablauf, sodass diese Lärmquelle unbedingt ausgeschaltet werden musste. Wir haben uns dann entschlossen, das Problem mit einer stationären Kompressorenanlage zu lösen. Und das Gesamtkonzept von Atlas Copco hat uns überzeugt. Vor Ort bei Schomburg haben wir hier installiert zwei GA-Kompressoren und jetzt die Kompressoren für den Niederbereich, die zwei ZE-Kompressoren. Die verdichten bis hier beim Kunden vor Ort bis 2 bar hoch. Die komplette Baureihe gibt es bis 4 bar und Volumenstrom bis zu 9000 Kubik, falls der Kunde das möchte. Typischer Anwendungsbereich der ZE-ZA-Kompressoren sind wie bei Schomburg hier pneumatische Förderung von Schüttgütern, von Baustoffen, von allen möglichen Formen von pulverartigen Stoffen, die aber nicht zu schwer sind, weil wir auf 4 bar, maximal 4 bar limitiert sind. Die ZE-ZA-Kompressoren von Atlas Copco zeichnen sich besonders durch die Installationsfreudigkeit aus, da wir ein Plug-and-Play-System bereitstellen. Das heißt, der Kunde muss nur noch Strom geben und die Maschine kann betrieben werden. In der Vergangenheit konnten mit dem Volumenstrom aus den Silofahrzeugkompressoren auch Feuchtigkeitspartikel mit eingebracht werden, die zu Verklumpungen, zum Beispiel von Zement innerhalb des Silos, führten. Die Atlas Copco-Kompressoren verfügen auch über eine entsprechende Druckluftaufbereitung. Das heißt, die Druckluft wird getrocknet und auch entfeuchtet über Kondensatabscheider. Deswegen hat sich gerade beim Einblasen von auch Zement die Qualität unseres Rohstoffes in Silo verbessert. Wir arbeiten jetzt seit einem Jahr mit Atlas Copco zusammen und alle Belange bezüglich technischer Unterstützung während des Betriebes wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt. Die Mitarbeiter in den Regionen, die unter dem Lärm gelitten haben, sind jetzt voll zufrieden und fragen sich, warum wir diese Planung nicht eher umgesetzt haben. Es war also ein voller Erfolg.